Hallo allerseits und herzlich willkommen. Heute gibt es die Rezension zum dritten Teil der Wayfarer-Saga von C.E. Burnett, Der Klang des Feuers. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was in den ersten zwei Bänden passiert ist. Also das ist ja eine Welt, in der alle Menschen davor Angst haben, dass nachts Schatten rauskommen und sie ziemlich heimtückisch und brutal umbringen. Inzwischen wurde herausgefunden, dass es ein Lied gibt, mit dem man diese Schatten bekämpfen kann. Aber es gibt auch die sogenannten Türme des Lichts, die vor einer ganzen Weile mal gebrannt haben und deren Licht jetzt verloschen ist. Und es ist eigentlich ziemlich wichtig, dass das Licht in diesen Türmen wieder angeht, damit die Dunkelheit im Lande vertrieben werden kann. Weil diese Türme halt mehr sind als einfach nur so ein normaler Leuchtturm. Okay, das ist so das an Erkenntnissen, was wir in den ersten zwei Teilen hatten. Jetzt müssen sich unsere HeldInnen auf die Suche machen nach den Türmen. Das hat ja am Ende des zweiten Teils schon begonnen. Und sie sind ja ausgeströmt in ganz verschiedene Richtungen, sodass sie auch teilweise ganz alleine unterwegs sind, um nach den jeweiligen Türmen zu gucken. Und der dritte Band dreht sich eigentlich wirklich darum, wie sie dann die Türme erreichen und was für Herausforderungen sich an den Türmen noch stellen. Weil das ist jetzt nicht einfach so, dass man da hochmarschiert und man macht das Feuer in den Turm an. Nein, abgesehen davon hatten wir ja auch schon festgestellt, dass sich Furcht und Tod in doch sehr menschlicher Gestalt verfestigen können, um das mal so zu sagen. Und es gibt auch ein Wiedersehen mit den beiden in dem Kampf darum, ob die Türme jetzt endlich wieder zum Leuchten gebracht werden können oder nicht. So, das ist so ungefähr der Inhalt. Ich möchte euch natürlich nicht zu viel verraten, wobei das basically der Inhalt ist. Genau. Ich fand den dritten Band eigentlich wieder ziemlich gut. Also klar, das ist irgendwie schon ein sehr langer Kampf in dem Sinne darum, wie das Ganze jetzt ausgeht. Wobei das Buch relativ dünn ist. Ich glaube, auf meinem E-Book-Reader waren das 214 Seiten. Also jetzt nicht so wahnsinnig dick. Was ich eigentlich ein bisschen schade fand, weil man sonst noch mehr von der Welt hätte kennenlernen können. Aber es war so wirklich so ein ganz typischer Finale-Band. Die letzte Schlacht, das letzte Gefecht. Jetzt geht es um alles. Tod oder Leben, brennen die Türme oder nicht. Werden das alle überleben? Wenn ja, zu welchem Preis? So, und wie auch schon in Band 1 und 2 hat Christine Lehn das sehr, sehr, sehr gut hingekriegt, immer wieder zwischen den verschiedenen Perspektiven zu wechseln, ohne explizit zu sagen, hier ist ein Perspektivwechsel, sondern einfach teilweise mitten im Satz, aber so, dass es natürlich offensichtlich ist, dass gerade ein Perspektivwechsel stattfindet. Und ich finde es immer noch sehr, sehr faszinierend, wie sie das macht. Das ist auch so ein Stil, den habe ich so noch nicht gesehen. Das heißt, wenn man das mag, dann findet man das auch im dritten Band wieder. Und mir hat das auf jeden Fall sehr gut gefallen. Wobei sie natürlich sehr oft genau in den spannendsten Momenten weggewechselt hat. Was auch tatsächlich der Hauptgrund dafür war, dass dieses Buch einen tatsächlichen Spannungsbogen hatte. Weil an sich waren das halt drei Storylines, die einen Großteil der Zeit natürlich parallel zueinander verliefen, weil die Leute ja an ganz unterschiedlichen Orten waren. Und trotzdem hat man halt durch dieses von einem zum anderen mitten im Satz wechseln quasi sagen, und während die Person in die Dunkelheit starte auch XY in die Dunkelheit, die sie zu verschlingen droht oder irgendwie sowas. Und genau, dadurch hat man schon das Gefühl, dass die alle doch was ganz Ähnliches durchmachen, was sie auch faktisch tun, und dass sie miteinander verbunden sind. Also es ist irgendwie so ein bisschen das erwartbare Ende gewesen, also im Sinne von, wie die Gestaltung sein würde, wie man das jetzt von Band 1 und 2 her erwarten konnte. Wie das Ganze dann am Ende ausgestaltet wurde, da waren auf jeden Fall noch mal ein paar Überraschungen für mich dabei. Da habe ich mir manchmal schon gedacht, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet und das konnte ich nicht vorhersehen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut, weil es sonst natürlich auch ein bisschen langweilig geworden wäre. Also langweilig, ne? Die Bücher sind trotzdem gut. Aber gerade nachdem ich den zweiten Band manchmal so ein bisschen zäh fand, fand ich das hier wieder ganz gut, obwohl es dann, also ich sag mal so, noch ein Twist mehr und ich hätte mir auch gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen konstruiert, aber so hat es genau die richtige Mischung zwischen Überraschungseffekt und das, was man an Handlung erwarten kann, kommt jetzt auch so. Deswegen fand ich das eigentlich ein sehr, sehr solides Ende. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Ende so ganz zufrieden bin, wie sich das jetzt alles ausgestaltet hat, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Insgesamt würde ich sagen, war die Reihe in sich einfach schlüssig konzipiert und das fand ich sehr, sehr gut. Es regt natürlich auch nochmal über ein paar Sachen zum Nachdenken an, wie man zum Beispiel mit seiner eigenen Furcht umgeht, so, oder wenn man bestimmte Begierden hat oder sowas, ob man die jetzt durchsetzt oder nicht und wie sich das auf andere Menschen auswirkt. Genau, und das finde ich eigentlich ziemlich gut an dem Buch und deswegen gibt es von mir auch einen sehr, sehr guten silbernen Bücherengel, weil das einfach gut zur Reihe gepasst hat, das Ende. Vom Stil her war es halt wieder wie Band 1 und 2,
Aber es gab trotzdem einiges an Überraschungen. Das heißt, das hat so weit gepasst. Ich war nur sehr überrascht, dass das so ein kurzes Buch ist. Genau, das war es auch schon von mir. Lasst mich super gerne wissen, ob ihr die Wayfarer-Sage gelesen habt, wie ihr sie bisher fandet. Ich bin mal sehr gespannt, ob es wieder sowas wie bei der Palace-Sage gibt, dass es dann auf einmal doch ein Teil 4 gibt oder dass, keine Ahnung, was weiß ich, ein Prequel steht oder sowas. Das Potenzial dazu ist auf jeden Fall in der Trilogie angelegt, insbesondere für ein Prequel, wenn ihr mich fragt. Genau, wir werden sehen, ob das passiert. Ich hoffe, euch hat diese Rezension soweit gefallen. Bleibt fit, munter und gesund. Bis dahin!